Hallo Leute und herzlich willkommen zum Finale von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part hatte Ghirahim leider Gottes Erfolg und konnte den Todbringer wieder in diese Welt bringen. Und Zelda, ja, ihr geht es zwar gut, mehr oder weniger, doch um Zelda zu retten und die Welt ebenfalls müssen wir den Todbringer nun in seine Schranken weisen. Ich habe jetzt auch mir einen Herztrank SV geholt. Was? Nein, weg! Hab nochmal alles nachgeguckt, was wir so alles haben. Wir haben jetzt wirklich die nötigsten Sachen, obwohl wir die drei Sachen ja eigentlich nicht benötigen beim Final Boss. Aber egal. Jedes Item haben wir verbessert. Vom Status her schaut das hier auch alles ziemlich gut aus. Ein komplettes Menü, finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ein Schloss wird ja abgebildet, lol. Gut. Wir sind nun gewappnet für den Final Boss zu. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe, aber ich mach's noch einmal zur Sicherheit. Damit wir einen Videobeweis haben, ja? So, mal gucken, wie Golden Eagle schmeckt. Oh, nicht schlecht eigentlich. Gut. Na dann. Wir haben keine Wahl. Wir werden uns dem Final Boss, dem Todbringer, stellen. Ob wir wollen oder nicht. Los geht's. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Fühlst du dich bereit für den Kampf? Ja. Gebieter, ich bin immer bei dir. Gebieter, viel Glück. Danke, Fei. Sei tapfer, Link. Es geht los. Der Final Boss kann beginnen. So. Machen wir ernst. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst das tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Ja, ich meine es ernst. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Keine Sorge. Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Okay. Let's dance, my boy. Wir gehen's an. Und die unendliche Kraft. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Das wird nicht passieren, das garantiere ich dir. Der Todbringer, der Final Boss. So, komm. Ah, fuck, ich musste blocken. Honk. Was wird das hier? Warte, Fei, was zu sagen? Du stehst dem Todbringer gegenüber. Dieses Wesen gilt als die Quelle des Bösen, das die Zeit überdauert und bis heute fortbestanden hat. Uralte Legenden besagen, dass seine Erscheinung je nach Betrachter stark variiert und die Zeit sein Aussehen mitgeprägt hat. In dieser Form von Todbringer beherrschten Welt steht der Himmelsstrahl nicht zur Verfügung. Ja, also ich kann es, glaube ich, gleich sagen. Der Todbringer ist schon eine starke Verkörperung an Ganondorf, aber naja. Ja.
ich mach doch Schildattacke. Ja, Schild kannst du nicht kaputt machen, mein Boy. Wow, er macht zweimal. Nein, ja jetzt. Wow, hey, das war ein Draw, my boy. Na komm. Der ist ein braver Todbringer und wird jetzt an meiner Schildattacke liegen. Wow, Alter, mal schaffe ich es mal nicht. Nice, erste Phase vorbei. Nun beginnt aber die zweite Phase. Und was er macht, müssen wir uns merken. Unfair! Yes, hab's auch! Haha! Ich war erster, my boy! Das ist so geil! Komm, mach ihn kalt! Nein, es hat nicht geklappt! Halt's doch hoch, du Honk! Scheiß Schild! Leide, du blödes Mist! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Dumm bist du, Link? Dumm? Dumm, dumm, dumm? Ja, dumm? Sag mal... Er verfehlt sowieso jedes Mal, weil... Ja, klar. Mach auch. Link, Link, Link. Mach. Mein Boy, ich habe einen Rückwärtssalto gemacht, ne? Verreck jetzt! Endlich! Du Stück Scheiße. Das war im Prinzip schon der Endboss, Leute. Mein Fazit zum Endboss werde ich gleich auf jeden Fall in den Credits sagen. Auf jeden Fall war er sehr kurz. Sein Schwert ist weg, das ist doch auch mal was. Na, was sagst du nun? Ein Menschlein besiegt von einem Menschlein. Ganz ehrlich, wenn ich richtig Let's Plays machen würde, würde ich meine Audiospur so verzerren, dass das so eine Stimme ergibt, wie Nudel-LP das gemacht hat. So, mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Das stimmt allerdings. Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Auf Wiedersehen, lieber Todbringer. Ja, wenn man sich richtig gut anstellt, kann man den Kampf schaffen, ohne ein Herz zu verlieren. Ich war mittelmäßig, weil ich habe die halbe Herzreife dabei verloren. Aber ich war ja auch schnell, deswegen. Na gut, Speedrunner können schnell sein und kein Herz verlieren. Aber na egal. Der Todbringer ist besiegt und die ganze böse Aura wird unser Schwert geleitet. Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in das Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Geht doch.
Wir haben es diesmal wirklich geschafft. Original Recipe. Das hast du gut gemacht, Daniel. Danke, Impa. Zelda, geht's wieder besser. Danke, Daniel. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Diesmal ja. Niemand wird es mit je wieder irgendwas dir zuleide tun. Das verspreche ich dir. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. War nur ein Witz. Typisch Bardo. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, auch der größte Miesepeter in einem Zelda kann sich wie zu einem Guten entpuppen. So wie Lineback aus Phantom Hourglass. Nice Zelda-Spiel vor allem. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Machen wir. Fei. Göttin Hylia. Ich meine Zelda. Ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß, Fei. Der Schwertsocke sagt alles. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Daniel, der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. An diesem Punkt muss ich sagen, Fei hat einen zwar das ganze Spiel über genervt, aber am Ende ist es doch echt traurig, dass wir uns von ihr verabschieden, weil sie war unser ewiger Begleiter. Sie hat uns über die gesamten 70, 80 Parts begleitet und nun müssen wir sie wegstecken. Besser gesagt, das Schwert. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Es kommt auch wieder die Sentimentalität hoch, aber so ist es wohl besser. Auch Link findet das traurig, aber wir müssen das tun. Das ist nun mal die Bestimmung. Na dann. Und rein da. Auf Wiedersehen, Fei. Auch wenn du genervt hast sehr viele Male, du warst dennoch ein treuer Begleiter. Eine treue Begleiterin. Entschuldigung. Das ist traurig, aber es geht schon. Daniel. Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Oh, Fei. Daniel, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein
Bewusstsein bereits im Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke, mein Gebieter Daniel. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Mach's gut, Fall. Ich werde dich nicht vergessen. Es sei denn, dass das nächste Zelda-Spiel beginnt. Ich überlege auch wirklich, welches Zelda-Spiel als nächstes kommt. Ich werde auf jeden Fall ein Voting-Poll machen, wo es darum geht, Ocarina of Time oder A Link to the Past oder das erste The Legend of Zelda. Muss ich auf jeden Fall schauen, auf welches Zelda ich denn so Bock habe. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Hylias Erinnerung. Ihr wisst doch, ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Warum hat Impa das denn nicht früher gemacht? Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Es darf nicht wieder erwachen. Er darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie mehr bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Sheikah sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? So viel Sentimentalität halte ich langsam nicht mehr aus. Eins von Zeldas Armreif. Armreifen, oder wie man es nennt. Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Das werden wir, Impa. Es ist einfach nur traurig, wenn man Abschied nehmen muss oder sowas ähnliches. Wir sind alle wieder in der Gegenwart. Damals gibt es nun kein Zeitportal mehr, das existiert. Dadurch kann nichts mehr passieren. Macht's bei euch schon Klick? Ganz richtig. Die alte Dame, die uns hier alles erklärt hat, ist Impa. Nur halt viele Jahrhunderte später. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir werden uns wiedersehen. Ist doch auch was Schönes. Doch. Nun ist auch Impas Bestimmung erfüllt und sie verschwindet. Es ist schon schon traurig. Aber hey, Zelda, der Armreif ist es doch ganz. Impa.
Ich danke dir. Danke. Das ist doch schön. Ja, und das hier wird irgendwann mal... Und das hier ist dann jetzt sozusagen die Zitadelle der Zeit. Boah, das ist ein perfektes Bild. Aber es ist leider nicht die Switch. Ich kann keine Screenshots machen. Oh, die Musik ist so schön. Das bekannte Masterschwert im Vordergrund und im Hintergrund ist so ein Wald zu sehen, sozusagen. Das ist ein perfektes Bild, wie ich es so anmerken darf. Und damit, Leute, haben wir es endlich vollbracht. The Legend of Zelda Skyward Sword zu 100% durchgenommen. Ja, es ist eins der längsten Zelda-Spiele der Reihe. Neben Breath of the Wild, weil das ist ja das längste Zelda. Das hier ist neben Breath of the Wild das zweitlängste Zelda her, von der Story her. Ich denke, ich mal so, wenn ich das mal sagen darf, vom Gesamtgameplay. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Skyward Sword ist ein sehr gutes Zelda-Spiel. Ich finde, es ist eines der besten. Es gibt halt einige Punkte, es gibt noch ein paar Rückblenden, die man nicht gesehen hat. Also Behind the Scenes oder so. Ja, es gibt auch einige Negativpunkte, die ich jetzt versuchen werde, auf die ich versuchen werde einzugehen. Ja, also Gutes auf jeden Fall. Es ist ein sehr langes Spiel. Man wird immer wieder zu einem neuen Ort geleitet. Okay, es wird ein bisschen. Am Ende hat es halt mit einer Streckung zu tun. Aber dennoch, durch diese Streckung wird das Spiel nochmal wundervoll in die Länge gezogen und man hat einfach noch mehr Spielzeit mit dem Spiel. Also viel mehr Freude, sag ich mal so. Ein Nachteil ist in jedem Fall die unausgereifte Bewegungssteuerung des Spiels. Man ist nämlich an Wii Motion Plus gebunden, entweder durch dieses komische Clip-Teil oder bei den neumodischen Wii Motion Wii-Verbindungen mit Wii Motion Plus Inside, also halt die verbaute Wii Motion Plus da drin. Ja, ich hoffe, ich komme besser zu meinen Hoffnungen später. Ja, also bei mir, der größte Nachteil im Spiel ist halt echt die Bewegungssteuerung. Ansonsten ist das Spiel gar nicht mal schlecht. Ja. Ich bin halt auch, wie gesagt, ihr kennt mich, Leute. Ich bin nicht gut im Fazit aufzählen, deswegen... Ja. Die Story die fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Erstmal müssen wir die beiden Tempel besuchen und dann beim zweiten Tempel schmerzlich erfahren, dass wir noch nicht stark genug waren. Im dritten Tempel wiederum haben wir Zelda gesehen und ihre Lyra erhalten, doch sie sind im Zeitportal verschwunden. Danach mussten wir alles daran setzen, die drei heiligen Flammen zu finden und mit dem Masterschwert in die und das Portal zu öffnen. Jetzt fällt mir noch ein negativer Kritikpunkt ein, und zwar der Verbannte. Die Tatsache, dass man den Verbannten drei fucking Mal bezwingen muss, kotzt zum einen übelst an und ist einfach nur annoying. Schon klar, die Entwickler wollten damit dir weismachen, hey, guck mal, du hast wenig Zeit und er wird halt immer stärker. Aber wenigstens haben sie es bei ihm dreimal belastet. Wenn es irgendwie vier oder fünfmal gekommen wäre, ich hätte das nicht ausgehalten. Ja, und nachdem man halt Zelda in der Vergangenheit besucht hat, muss man die vier Stimmen des Heldenliedes zusammenfügen, um dann das Heldenlied zu finden, das Triforce ebenfalls zu ergattern und damit den Todbringer zu vernichten. Und dann taucht Gira ihm halt auf und streckt es nochmal in die Länge, dadurch, dass er den Todbringer wieder ins Leben ruft in der Vergangenheit und wir dann ihn bezwingen müssen. Aber trotz allem ist es ein geniales Spiel. Es mag eine dumme Bewegungssteuerung haben, viel wird einfach in die Länge, viel wird einfach gestreckt und ja. Aber dennoch ist es ein tolles Spiel. Es ist grandios gewesen 2011. Auch wenn ich damals das Spiel nicht besessen habe, also ich habe es halt erst 2014 auf meiner Wii gekauft. Für meine Wii gekauft. Und ja, im Prinzip alles, was ich zu sagen habe. Von mir gibt es eine 9 von 10, also eine 8 von 10.
weil halt der negative Kritikpunkt ist, dass wegen dieser Endlosstreckung am Ende, also wo man halt nochmal in die drei Gebiete muss, um halt die Drachen wieder zu lernen, ist natürlich was Neues, aber für mich halt so ein kleiner Negativpunkt, wenn ich das so anmerken soll oder darf. Aber es ist halt auch meine Meinung. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet und so weiter. Ja, und halt den zweiten negativen Kritikpunkt wegen der Bewegungssteuerung, die ist halt unausgereift. Also ich wünsche mir auf jeden Fall ein Remaster oder ein Remake für die Nintendo Switch, weil das würde sich auch, halt auch gut anbieten, weil die mit den zwei Joy-Cons kann man das ja locker so machen, weil es ist ja auch so mit Wii-Fernbedienung und Nunchuck, ist genau das gleiche. Das würde sich einfach nur perfekt anbieten, wenn ich das so anmerken darf. Und man könnte sich halt auch entscheiden, ob man mit dem Switch Pro Controller spielt, also ohne Bewegungssteuerung, oder mit den Joy-Cons mit Bewegungssteuerung. Ich würde sowas übelst feiern, also wenn ich das so sagen darf. Ja. Das war aber auch halt auch im Prinzip alles, was ich zu diesem Spiel zu sagen habe. Ich weiß, ich bin nicht gut in Fazits, aber ich hoffe, ihr könnt jetzt mir verzeihen, weil ich bin halt kein großer Let's Player. Ich kann mit sowas noch nicht richtig umgehen. Aber ich meine, das Hauptziel dieses Let's Plays haben wir erreicht. 100%, ich hatte Spaß dabei und wir haben es durchgezogen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich halt auch noch bei allen bedanken, die mich bis hierhin begleitet haben durch die ganzen Parts. Ich weiß nicht, wie viele Parts es sind, weil ich halt jetzt 30 Parts voraufgenommen habe. Aber wie gesagt, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich hier unterstützt haben, die Daumen hoch gegeben haben und für neue Abonnenten ebenfalls bin ich sehr dankbar. Und ja, wie ist eure Meinung zu dem Spiel? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Was wünscht ihr euch fürs Remaster, falls es eins geben wird? Und allgemein eure Wertung und eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Und wir sehen uns bei einem neuen Zelda-Projekt wieder. Bis dahin, Leute, und dann noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann. Euer Dinitendo sagt Tschüssi. Jetzt seht ihr noch den Rest. An dieser Stelle auch noch einmal ein Gedenk an Satoru Iwata. Rest in peace, Iwata. Nintendo. Danke für dieses grandiose Spiel. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Daniel, was wirst du nun tun? Es befürworten. Unser neues Zuhause.
Jetzt kann ich aber sagen, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr alle dabei gewesen seid, an die dieses Projekt hier verfolgt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Projekt auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, Leute. Und ciao. Thank you.